Herzlich willkommen zu Love and Sex. Ich bin's wieder, die Mia, und wir machen heute weiter mit unserer Orgasmusreihe. Und heute reden wir speziell über den weiblichen Orgasmus. Fast jeder Mann kommt beim Sex zum Orgasmus, aber nur ein Drittel jeder Frauen. Also warum ist der weibliche Orgasmus so komplex? Das Geheimnis lüften wir heute. Warum Männer einen Orgasmus haben, ist ja irgendwie klar. Ein Orgasmus führt zum Samenerguss und das sieht der Fortpflanzung. Aber warum haben jetzt Frauen einen Orgasmus? Es ist auf jeden Fall auch klar, dass Frauen auch ohne Orgasmus schwanger werden können. Aber warum sie jetzt wirklich einen Orgasmus haben, ist noch nicht richtig erforscht. Aber es gibt viele Hypothesen dazu und manche streiten sich sogar darüber, ob der überhaupt einen Zweck erfüllt. Was denkt ihr? Also ich denke ja, dass die Frauen dem Grundmodell des Mannes nachempfunden sind und die Klitoris ein Nebenprodukt des Penis ist. Deshalb ist der weibliche Orgasmus ein Nebenprodukt des männlichen Orgasmus. Ja, das wird sogar tatsächlich vermutet. Und eine weitere Frage wäre dann noch, wie lange dauert der weibliche Orgasmus? Und jetzt haltet euch fest, Männer, die Frauen können einen längeren Orgasmus haben als ihr. Der kann nämlich von einigen Sekunden bis zu einer Minute dauern. Das Einzige, was daran so veränderlich noch ist, ist die Zeit, wie lange eine Frau bis zum Orgasmus braucht. Und das sind so durchschnittlich 20 Minuten und das ist schon relativ lange. Denn Mädchen brauchen meist einige Zeit und Erfahrung, bis sie wissen, welche Berührungen und Bewegungen ihnen ihren Orgasmus näher bringen. Zum Beispiel sowas wie Busen und Intimzone sind erst dann für Reize empfänglich, wenn der Körper heiß gelaufen ist. Das heißt, der Mann muss sich erstmal behutsam rantasten. Naja, so leicht ist es dann auch nicht. Zudem spielen noch Lust und Erregung eine große Rolle. Und dazu schauen wir uns jetzt mal diese zwei Kurven bis zum Orgasmus an. Hier seht ihr die Lustkurve und hier verläuft die Erregungskurve. Wie ihr sehen könnt, verlaufen die nicht gleich. Wie sieht es nun aus, wenn beim Sex nicht beide Kurven bis zum Höhepunkt steigen? Viele junge Frauen kennen das. Die Lustkurve steigt und kann auch bis zu einer Art Gefühlsentladung führen. Lachen, weinen oder schreien. Aber es gelingt nicht, den Höhepunkt der Erregung zu erreichen. Das muss, wenn es einmal passiert, nicht unbedingt ein Problem sein, wenn man die sexuelle Nähe so lustvoll erlebt. Wenn es jedoch andersherum verläuft und trotz sexueller Erregung die Lust wegbleibt, ist es eher anstrengend. Das kann daran liegen, dass sie ihre Erregung durch stressvolle Anstrengung nach oben treiben möchte und dadurch die Lust zerstört wird. Sexualforscher teilen den Orgasmus in 4 Phasen auf. Und was genau bei einer Frau im Körper passiert, das erklären wir euch jetzt. Berührung der erogenen Zonen führen zur Erregung. Der gesamte Körper wird auf den Orgasmus vorbereitet. Und nicht nur der Genitalbereich, sondern wieder der gesamte Körper wird in Spannung versetzt. Das heißt, die Scheide wird feucht, die Klitoris vergrößert sich und die Schamlippen schwellen an. Die lustvolle Anspannung ist erreicht. Die Klitoris zieht sich jetzt unter ihrer Vorhaut zurück und kann nicht mehr direkt stimuliert werden. Parallel dazu beginnt sich das äußere Drittel der Vagina mit Blut zu füllen und den Penis fest zu umschließen. Das nennt man dann auch die organische Manschette. Muskeln und Nerven haben ihre maximale Anspannung erreicht und die Energie entlädt sich. Das heißt, unsere organische Manschette kontrahiert ruckartig und die Gebärmutter zieht sich rhythmisch zusammen. Wir spüren jetzt den Orgasmus im gesamten Körper. Das ist die Phase der Entspannung. Die Klitoris tritt wieder hervor und die Scheide verengt sich wieder und dieser Vorgang dauert bis zu 10 Minuten. Das Abschwellen der Schamlippen kann aber bis zu einigen Stunden dauern und diese langsame Rückbildung ermöglicht es den Frauen, schnell wieder zum Höhepunkt zu kommen. Das ist dann der multiple Orgasmus. So Mädels, jetzt zum Schluss noch ein paar Tipps, wie ihr schneller zum Orgasmus kommt. Ja, wichtig ist die Beckenbodenmuskulatur. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr das Becken bewegt, dann wird die Durchblutung zum Geschlecht gefördert und das führt dann natürlich zur besseren Erregung. Ja? Dann natürlich die sexuellen Fantasien, die müsst ihr auch immer pflegen. Wenn ihr irgendwie jemanden habt in eurer Fantasie, auf den ihr voll abfährt zum Beispiel. Ja? Dann natürlich den Kopf frei machen, was ja bei mir ganz einfach ist, ja, wegen meiner Speichererweiterung. Dann haben wir natürlich noch das Bauchatmen, das fördert die Durchblutung und entspannt. Die Selbstbefriedigung, ja, da lernt ihr euren Körper besser kennen und ja, da wisst ihr dann auch besser Bescheid, wie und was ihr tun müsst, um schneller oder besser zu kommen. Ne? Wie vielleicht die meisten von euch wissen, kann die Frau 2 unterschiedliche Orgasmen erleben. Einmal den klitoralen Orgasmus und den vaginalen Orgasmus.
Und wie diese beiden Orgasmen funktionieren und wo zum Teufel der G-Punkt liegt, das erfahrt ihr im nächsten Video. Und, ach so, nicht vergessen, wir werden auch nochmal über den männlichen Orgasmus reden. Dann, das war's. Schreibt eure Meinung zu dem Video in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche und bis bald, eure Mia.